Jetzt geh mal hinter Martina. Ja klar, das ist der Kopf doch besser zu sehen. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, ich glaube, Josefine muss da mal. Naja, heute ist der entscheidende Akt zur Begründung der neuen Regierung. Mit der Wahl von Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin, dann kann es endlich losgehen und wir können endlich anfangen, unseren Zukunftsplan und das gemeinsame Regierungsprogramm umzusetzen. Wie sieht der Zeitplan aus? Um 12 Uhr fängt die Sitzung an und steigen wir in den ersten Wahlgang ein. Da kann eine Überraschung sein, wenn jemand von CDU und FDP vielleicht sogar mitstimmt. Und spätestens im zweiten Wahlgang ist es aber dann klar und deswegen glaube ich, dass wir so gegen 2-3 Uhr durch sind. Super, und die nächsten Tage? Ja, morgen wird es dann für uns besonders spannend. Da werden dann, wenn die Minister ernannt werden und gewählt werden, durch Frau Kraft im Landtag vereidigt. Und wir nehmen eben unsere Arbeit auf und werden die ersten Gesetzentwürfe beraten. Einen für die Stadtwerke, der ganz wichtig ist, und einen für zum Thema Schule, wo wir eben manche Dinge abschaffen und ändern, die vor Ort auch so gewollt sind.